Willkommen zurück. Wir sind ja an der letzten Stelle waren wir ja genau stehen geblieben, wo wir bei diesem komischen Alien-Viech da, was gefühlte 30 Schuss Munition gefressen hat, gekillt haben. Und jetzt kommt der richtige Spaß. Wir gehen in den Keller. Leute, ich sag euch, da hab ich mal so richtig gar keinen Bock. Ja, Leute, das ist so widerlich. Holy fuck! Was weg hier? Was ist das? Bleibst du liegen? Der Typ hat auf jeden Fall weniger Schuss gefressen als der letzte. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Oh Mann. Hey, mach fetten Lärm, Bruder. Hast du jetzt wieder Munition? Kannst du ja wenig rumballern. Das ist das, wo ich hergekommen bin, oder? Bin gerade ziemlich lost. Ja, doch. Das ist die Stelle, wo ich hergekommen bin. Alter, Leute. This is intense, man. Oh, was haben wir hier? Karte des Verarbeitungsbereichs. Ah ja. Was ist das? Skorpionschlüssel! Dietrich. Was ist das? Schatzfoto? Holy fucking shit! Alter, es ist so schwarz hier und dunkel, ich sehe ihn nicht einmal. Stirb, du hässlicher Wichser! Bin ich gerade erschrocken wieder. Wie gesagt, und ich habe das Spiel schon durchgespielt, Freunde. Ist zwar schon ein wenig länger her, aber trotzdem. Kann ja wohl nicht angehen. Okay. Leute, ich sage euch gerade erst, ich sehe gar nichts hier. Mehr Schrotflintenmunition, die ich nicht verwenden kann. Ah ja, warte mal. Daran kann ich mich irgendwie erinnern. Oder auch nicht. Na egal. Wir haben vorhin den Skorpionschlüssel gekriegt. Bin ich schon von meiner eigenen Knarre erschrocken. Gott sei Dank. Mann, Leute. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Oh Mann. Kommt der oder? Okay, er kommt nicht. Oh, er kehrt doch, kommt doch.
Alter, Bruder. Ist das dein Ernst, Alter? Sorry, wie viel also der Munitionstank ist ein Joke. Geh halt durch die Scheißtür, Mann. Sorry, ich brauche hier Pumpgun. Muss mich nochmal oben umschauen, Leute. Sorry, ey, ist ja lächerlich. Der hängt da nicht noch rum. Das ist nicht euer Ernst, Real Talk jetzt. Alter, Leute. Ja, du sagst es, Mann. Ich habe schon Munition, aber... aber keine Waffe, die ich benutzen kann. Oh, hier ist noch ein Tape. Läuft bei uns. Ah, das nehmen wir auch mal mit. Oh, Hundekopf kann ich nicht tragen. Läuft bei mir. Folgt er mich? Dauert nicht mehr lang. Dann finde ich dich und leg dich um. Leute. Also Leute, ich sag's euch jetzt mal, wie es ist. Ich kann gerade nichts mehr verwenden. Okay. Scheiße, da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Fuck. Muss ich jetzt dieses Foto die ganze Zeit mit mir rumtragen, oder was? Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass die Analyse... Bruder, ich lese hier gerade was. Ihre Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichten, können mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Oder möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie diesen Brief erreicht. Als Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weiteren Tests zu unterziehen. Crawford Lang, Allgemeines Krankenhaus, Derby. Ich glaube, der ist gerade hier direkt vor der Tür. Wo ist mein Kleider, Ethan? Shut up, you shit. Hängt der Wichser denn rum? Okay, Leute. Oh Mann, diese Objektsache ist gerade ein bisschen nasty.
Ich meine, willkommen bei Resident Evil, ne? Ist ja nichts Neues. Hallo? Wie ist es dir ergangen? Ist das euer Ernst hier? Ist die Scheiße gerade euer fucking Ernst? Ohne Witz. Typ will mich echt fertig machen. Kein Schuss, es ist Wahnsinn. Zieh mal durch, Bruder. Jetzt zieh mal durch. Gib die Knarre her. Boah. So, it's game time, motherfuckers. Endlich, meine absolute Lieblingsknarre bei Resident Evil ist am Start. Was wir jetzt machen, ist uns das Tape reinziehen. Okay. Schauen wir uns an. Schauen wir uns an, Freunde. Mia Winters, Old House. Also altes Haus. Ethan, bitte schau dir das an. Okay. Ja. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Oh mein Gott. Hast du einen Schreck eingejagt, junge Lady? Jetzt zieh mal durch, Oma. Jetzt zieh mal durch. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Du sagst es. Du sagst es. Zieh durch. Okay, da nicht. Die Leute. Was zum Teufel war das, Mann? Ja, ich bin schon dabei. Oh, shit. Ja, ich weiß auch nicht. Shit. Fuck, fuck, fuck. Ist die widerlich, Alter. Da, wo sie herkam, gehen wir jetzt durch. Oh, fuck. Oh, Mann. Gott, ist die widerlich. Gott, ist die Alte widerlich, Mann. Wir wollen euch kalt machen. Das ist unser Plan. Kommt die jetzt, oder? Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Nein, nein, komm nicht hierher.
Ohne Scheiß. Du sagst es, Oma. Und nicht hierher. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Bin gar nicht da. Oh Scheiße. Ist sie nicht sexy von hinten, Freunde? Was sagt ihr? Gott, ist das eklig. Oh mein Gott. An die als Endgegner kann ich mich noch erinnern. Die war super widerlich, Mann. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Das ist die Herz... Ihr Herz öffnen? Eigentlich verarschen? Jetzt müssen wir irgendwie eine Spinne zusammen machen. Hier, warte, pass auf. Stell dich halt ab. Rein mit uns! Ziemlich krasse Technologie, um so eine Tür zu... Oh Mann. Oh Mann. So Zwischenwände, ey. Ich hätte da immer Schiss, dass mich irgendwas grabbt. Gar nichts. Ich seh, Real Talk, ich sehe nichts. Das Spiel mal heller einstellen, ey. Das geht ja gar nicht. Okay. Ich will aber nicht. Wie, über welche Seite gehst du jetzt? Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an. Nimm einen Scheiß an. Oh, Scheiße. Sie hat uns getrappt, Leute. The fuck? Yes. Oh, Mann. Oh, Scheiße, Leute. Jetzt scared sie gleich hart. Denkst du, dass du hingehst? Oh, Scheiße. Voll in die Fresse. Versteckspiel, ja. Wahrscheinlich das übelste Versteckspiel, was ihr hier irgendjemand in seinem Leben gespielt hat. Ihr merkt, ich bin ein bisschen sprachlos. Okay, das lädt noch oder so. Uff, Leute, 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 ist das heftig gewesen. Und eklig. Einmal bin ich so übel erschrocken. Bis jetzt? Hat sich's aufgehängt oder was? Okay. Was haben Sie dir angetan, Mia? Ja, gute Frage. Also hier nochmal, ne? Ganz wichtig. Das Teil, Leute. Was haben wir hier?
Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lucas helfen. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lucas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Das war es, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Okay. So, dieses Thema Jack verfolgt mich. Ist das vom Tisch, oder? Okay. Laden hier mal durch. Munition drin haben ist immer gut, Freunde. Auf der Typ kommt mir nicht entgegen oder so ein Scheiß, Mann. Irgendwie scheine ich ihn losgeworden zu sein. Was ihr übrigens auch schon machen könnt, ist den schon mal reintun. Dann habt ihr schon mal einen von drei. Was ihr noch machen könnt, ich weiß, da waren wir vorhin schon. Wir ziehen nochmal durch. So. Wenn ihr hier durchgeht. Ich weiß, wir waren hier vorhin schon. Aber wir haben vorhin das Schatzbild gefunden, ne? Finde ich dann jetzt hier was? Ja, genau. Steroide. Ups, falsche Taste. Wie wenn ihr euch reinknallt, dann habt ihr mehr Gesundheit. Das heißt, ihr könnt mehr Hits taken. Den Krähenschlüssel haben wir ja noch nicht. Ich hoffe, der eine lauert uns nicht auf. Ihr wisst, wen ich meine, ne? Den Typ, den wir vorhin am Arsch hatten. Er ist wahrscheinlich wieder zurückgegangen. Okay, kann ich hier irgendwas ablegen? Nee, aber wir können Folgendes machen. Oh yeah, baby. Und das Tape können wir reinlegen. Das wir uns vorhin angeschaut haben. Okay. Ich fühle mich einigermaßen sicher mit meiner favorite gun. Bleibt cool, lasst euch. Schau drauf, dass der Wichser in der Ecken fortjumpt. Anseite verschlossen. Okay, der eine scheiß Zombie oder was auch immer das für Viecher sind, ist despawned, wie es aussieht. So, dann gehen wir mal hier durch. Und hier rein. Dürften wir jetzt hier im Krematorium sein. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in Verbrennungsofen
ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Holt ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Okay. Alles klar. Dann auf geht's. So, also. 3A und ein Handabdruck. Also, Handabdruck. William, Sean. Da sind drei, Tamara, sind 3A in einem Wort, okay. Das war so klar. Bam in your fuckface. Yay, Schlüssel zum Zerlegungsraum. Zeitwurz. Was geht jetzt ab? Wir haben uns ja schon anständig ausgetobt. So. Zack. Tür auf, Mann. Oh, da ist es. Ich wollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein, ich werde ihn finden und werde ihn leiden lassen. Oh Mann, ich glaube, der meint uns. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Oh Mann. Oh ja, Flintenmunition, immer gut, Freunde. Ich mich doch gleich viel sicherer. So. Mal gucken, ob uns noch irgend so ein ekelhafter Schleimmensch entgegenkommt. Ah, erstmal dope und oh. So, wenn es hier so eine Munitionsorgie gibt, dann habe ich immer die Befürchtung, dass wir jetzt dann gleich. Dass wir gleich was tun dürfen. In Richtung Endgegner. Okay. Oh mein Gott. This ain't looking good. Ah ja, ich kann mich erinnern an den Endgegner tatsächlich, muss ich zugeben. Was geht hier? Alter, ist das der Cop? Armer Deputy. Shit. Da war doch was. Ja. Kick it. Das hier? Schlüssel haben wir aber nicht. Ich kombiniere eben mal das hier. Dann habe ich jetzt hier auch genug Erste-Hilfe-Arznei. So. Und Leute, ich kann euch sagen, jetzt ist Endgegner-Time. Das ist ein Köder. Genau. Das war so klar. Oh, shit. Oh mein Gott. Take that, you shit. Bin ich jetzt wieder tot oder was?
Okay, Bruder. Du willst es ja nicht anders haben, Alter. Time to play the fucking game. Na komm. Wow. Aus der Star Wars, Mann. Ja, Junge. Das ist so lächerlich. Dein Vater, du Schmutz. Oh, jetzt ist der scheiß Motor aus. Ich glaub's ja nicht, ey. In die Fresse! Was ist jetzt bei dem los? Let's take that! Alter, jetzt muss der... Das ist so ein Schmutz. Sorry, Leute, seid mir bitte nicht böse, aber das ist so ein Joke. Hey, what the fuck, man? Ah, Leute, ganz ehrlich, jetzt langweilt es mich gerade. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Was soll denn das jetzt? Scheiß Motorsäge, Alter, schon wieder aus. Ist mir jetzt auch scheißegal. Ich mach jetzt einfach nur noch auf Tail checken. War's das jetzt mal? Ja, ich hab schon den Eindruck, Mann. Alter, was war das für ein nerviger Fight? Puh. So, jetzt machen wir erstmal die Säge wieder kaputt. So, Ethan Winters ist hart im Nehmen. Mit einer Kettensäge das durchschneiden, das will ich sehen. Mir eingefallen, bleib tot. Na, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass der tot bleibt. Ist der sonst noch irgendwas, das ich vielleicht jetzt nicht mitgenommen habe? Sieht gerade nicht so aus.
Okay. Das Teil, habe ich das jetzt eigentlich? Ja, habe ich. Zurückkommen tue ich darüber aber nicht. Der hat jetzt aber nichts irgendwie gedroppt oder so, oder? Muss ich jetzt den Wieger zurücklatschen oder was? Auch toll. Da sind wir wieder beim Thema. Oh Mann, Leute. Oh mein Gott, was ist das? Oh, Alter. Sitzt die Alte hier um die Ecken. Unglaublich. Könnt ihr euren zweiten Hund loswerden? Ach, Gott sei Dank. Das sind Schießpulver. Immer gut. Jack hängt hier aber nicht rum, oder? Ne, kann er ja gar nicht. Ich habe ihn ja gerade erst umgelegt. Kann ich das? Boah, nix. So, hier hängt er übrigens. Und er hat es natürlich nicht dabei. Man kennt ihn. So. Hätte ich auch vorhin schon holen können, ne? Also... Musst du jetzt nicht als letztes machen, so wie ich das gerade tue. Geht hierher. Und holt euch das hier raus. Zack. So, und dann geht ihr ans Uhrenpendel. Zieht hier durch. Dann habt ihr den dritten, Leute. Ach ja. Und dann haben wir es aus diesem Haus rausgeschafft. Ihr werdet es kaum glauben. Was? Falsch. That's it. Das sind eure drei Köpfe. Du kommst hier nicht raus. Ja, von wegen. Von wegen. So, das hier ist so eine Art Save Point, Freunde. Defekte Pistole, Alter. So, eins könnt ihr hier auf jeden Fall. Erstmal die defekte Pistole da rein. Nee, warte mal. Ihr könnt hier die Münzen nehmen.
Mal schauen, ob wir schon genug zusammen haben. 3 Stück. Haben wir. So. Aber ihr müsst das immer einzeln machen, ist komplett lost. So. So, das ziehen wir auch uns gleich rein. Bäm, Junge. Ja, und hier könnt ihr halt schon die Münzen reinhauen, ne? Wenn ihr wollt. Könnt ihr euch noch ein Bier holen. Ja, was haben wir da? Ach ne, ist nur die Tür zu. Das Bild kennen wir ja. Für sie ist es zu spät. Okay. Ah, schaut, da habt ihr auch nochmal eine Münze. Das ist das doch die Magnum. Scheiße, ich hätte lieber die eine Coin da reinstecken sollen. Also die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Hier könntet ihr Tapes nochmal spielen, wenn ihr die noch nicht gemacht habt. Was haben wir da? Oh, vielleicht gehört er Zoe. Ah, ja. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier eine Pause. Wir sehen uns im nächsten Teil, Freunde. Ich bin ein bisschen durch, aber ja, kriegen wir hin. Nächste Folge wird geil. Haut rein.